auch abseits der Berlinale werden viele Filme gezeigt. Wir befinden uns hier in Neukölln in einem Filmclub und treffen uns jetzt mit einem Filmmacher, der seinen ganz eigenen Weg geht. Ich bin hier mit Tom Lass, dem Regisseur von Captain Oscar. Die allererste Frage, die ich an dich habe, ist... Ich habe schon die erste Frage vergessen. Sorry. Das macht nichts. Ich muss einmal drauf schauen. Ja, selbstverständlich. So, warst du schon selbst auf der Berlinale? Dieses Jahr? Ja, dieses Jahr. Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Ich okay. meine, man weiß ja immer nicht genau, war man auf der Berlinale, aber ich war auf einigen Empfängen, habe ein paar Leute getroffen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, einen Film zu gucken. Aber da wo ich war, da gab es lecker Häppchen. Okay, okay. Und ein Moment. Du warst auf sehr vielen Festivals. Bist du da gerne? Bist du gerne auf Festivals oder eher nicht? Ich bin eigentlich schon ganz gerne auf Festivals. Es gibt ja ganz unterschiedliche Festivals. Die Berlinale ist jetzt ein sehr, sehr großes Festival. Ich mag aber auch Festivals, die so was Familiäres haben, zum Beispiel Hof oder auch Saarbrücken. Und wenn man selber sogar einen Film dort laufen hat, ist es umso schöner, weil man halt direkt mit dem Publikum in Kontakt treten kann. Die sagen einem nach dem Film irgendwie, der Film hat mir gefallen, beziehungsweise dein Film war scheiße und ich muss jetzt die Nase brechen. Und dann trifft man sich im Krankenhaus wieder mit den Kollegen und das passiert halt nicht immer, aber. Ja, ich mag das sehr gern. Du hast auch schon diverse Preise gewonnen. Wie fühlt sich das an, wenn man so einen Preis gewinnt? So? Ja, so ein Preis ist ja etwas, was kriegt man ja relativ früh mit, ne, dass es Preise gibt. Und man ist dann auch bei Preisverleihungen und kriegt aber erstmal noch keinen Preis vielleicht. Und irgendwann kriegst du dann deinen Preis. Und hast schon so lange darauf gewartet und so eine hohe Erwartung aufgebaut, dass du denkst, jetzt, wenn ich einen Preis kriege, dann bin ich richtig glücklich. Und dementsprechend tritt das natürlich nicht ein, sondern es erfüllt mich eher eine schwierige Leere, okay. eine gewisse Trauer. Denn all das, was man sich davon versprochen hat, tritt nicht ein. Preise sind eigentlich vollkommen überbewertet und ich bin eigentlich dagegen, dass Filmpreise vergeben werden. Ich finde das als Konzept falsch. Also ein Film ist einfach eigentlich Geschichten erzählen und das ist kein Wettbewerb, das ist keine Olympiade irgendwie. Aber die Branche scheint das zu mögen und die Presse auch und dann vergeben die halt Preise. Und ich freue mich, wenn ich einen Preis kriege, weil da Geld dran hängt, das ich dringend brauche als junger Filmemacher. Du bist ja nicht nur Schauspieler, sondern Regisseur. Du schneidest die Filme, du hast auch gleichzeitig Make-up. Naja. Oder naja, ich fülle viele Positionen aus, ja, das stimmt. Okay, wie kommst du da auf einen Punkt, wie wirst du da erfolgreich, wenn du so viel auf einmal tust? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich habe ja wirklich angefangen als Schauspieler. Das mache ich auch schon lange und mag das sehr gerne. Mache es auch immer noch und habe dann aber irgendwann so mit den Jahren gemerkt, oh, ich hätte aber auch echt Lust, mal einen eigenen Film zu machen. Und lange kämpft man dann mit sich und denkt, oh, was, wenn ich das nicht kann? Und dann lacht mich halt aus, weil der Film dann doch scheiße geworden ist. Aber irgendwann habe ich mir halt einen Ruck gegeben und es einfach gemacht. Und dann wurden die Projekte immer größer und ganz am Anfang hast du natürlich noch gar kein Budget und kein Geld. Und du hast ein paar Freunde, die fragen kannst, hast du bei mir Kamera und machst du Ton? Und es gibt eben Sachen, die ich nicht kann, wie Kamera oder auch die Tonmischung. Und schminken kann ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich kann mir so ein bisschen was ins Gesicht schmieren, aber ich kann das nicht wirklich. Aber ein paar Sachen musste ich halt einfach immer selber machen. Das hat mit der Produktionsleitung zu tun oder eben dann auch zu schneiden, weil ich niemanden gefunden habe, der bereit ist, kostenlos ein Jahr lang einen Film zu schneiden. Das ist ja auch verrückt. Und dann habe ich mir die Sachen halt nach und nach selber beigebracht und kann sie jetzt. Und bin aber sehr froh, dass ich bei meinem nächsten Projekt auch viele von diesen Aufgaben endlich abgeben kann, weil ich jetzt ein Budget habe, von dem ich mein Team bezahlen kann. Und dann lastet das nicht mehr alles auf mir alleine. Da freue ich mich ehrlich gesagt. Aber es war trotzdem eine schöne Erfahrung, das also auch mal selber zu machen. Aber auch schmerzhaft. Dann kommen wir mal zu dem Budget. Dein letztes Projekt hat ein Budget von 2500 Euro gehabt. Wie kommt es, dass du solche niedrigen Budgets verwendest? Erstmal ist es ja relativ schwer, also ein großes Budget aufzustellen. Du hast ja eigentlich so die zwei gängigsten Möglichkeiten, die auch zusammenhängen, ist entweder einen TV-Sender mit ins Boot zu holen oder eben über Förderung oder beides auf einmal. Und da musst du natürlich einen Stoff einreichen und das wird lange geprüft und die kriegen irgendwie 50 Stoffe am Tag und können im Jahr aber, ich weiß nicht, irgendwie 5 Projekte machen oder so. Insofern habe ich gar nicht erst versucht, diesen Weg zu gehen, weil mir das zu blöd war. So die Arbeitsweise, die ich mache, mit der brauchen wir einfach nicht so viel Geld, weil wir brauchen kein Licht-LKW und 50 Beleuchter und dann ein Riesenteam, sondern wir drehen einfach mit Improvisation, sparen uns das Drehbuch, sind deswegen flexibel, wenn etwas schief geht, dann ist das einfach Teil des Films und gehört dazu. Und so war es eben möglich, dann für sehr, sehr wenig Geld einen Film zu drehen. Das ist einmal der Arbeitsweise geschuldet, hat aber auch einfach damit zu tun, dass die technischen Möglichkeiten sich sehr krass entwickelt haben. Also die Kamera mit der ihr jetzt gerade dreht, das gab es ja irgendwie vor 6, 7 Jahren noch nicht. Die sind so lichtstark und gleichzeitig so kostengünstig, dass
was eigentlich so eine Demokratisierung des Films herbeigeführt hat, weil eigentlich quasi jeder jetzt sehr, sehr hohe Bildqualität herstellen kann. Ich bedanke mich für dieses nette Interview und wünsche dann viel Spaß noch auf dem Event hier. Danke euch auch.